Oh yeah. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge hier auf meinem Channel. So. Ja, wir wollen uns eine Granate bauen, beziehungsweise die haben wir sogar schon gebaut, denn wir müssen, ich ziehe mir die mal auf die 3, wir müssen nämlich die Klammern lösen. Das haben wir in der letzten Folge schon angefangen. Ich würde das jetzt direkt mal starten und dann schwinge ich mal eben meinen Hintern hier drauf und düse mal los. Ja, yeah, mein Maserati fährt 210. Finde ich immer noch so geil. Und ja, dann werden wir mal die Klammern lösen und schauen mal, was dann passiert. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo waren das nochmal? Ich glaube, das war hier, da war das, genau. Da wird es uns ja schon angezeigt. Ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich, was uns alles noch erwartet. Also es ist ja unglaublich, was wir bisher halt alles schon erlebt haben und so. Was alles noch möglich sein wird und vor allen Dingen, wann wir auch endlich mal, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, anfangen können, eigentlich eine Base zu bauen. Ob uns das Spiel, ich meine, vielleicht könnten wir das schon anfangen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel uns das irgendwann sagt, pass auf, baue jetzt mal eine eigene Base oder so. Mal gucken. Ja. Ach, ist das schön hier. Das ist ja ein Traum. Ach so, im Übrigen, vielen, vielen lieben Dank an den lieben Kommentarschreiber, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich weiß nicht mehr genau. Es tut mir leid, aber ja, ich lese die Kommentare. Es freut mich sehr zu hören, wenn es dir doch gefällt. Hieß er ModX oder so? Nee, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Es freut mich doch zu hören, wenn es dir gefällt. Das ist doch die Hauptsache, wenn ich die Leute zum Lachen bringe, dann habe ich doch alles erreicht, was ich wollte. Wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld. Das Einzige, wo ich Geld verdiene, mit dem ich was spiele, ist auf Twitch so ein bisschen. Aber halt auch nur so ein bisschen nebenbei. Und klar, ist natürlich schön, wenn man vielleicht die Möglichkeit hätte, vielleicht mit den YouTube-Videos auch Geld zu verdienen, wäre ich vielleicht auch nicht abgeneigt, aber im Prinzip geht es mir ja auch um die Unterhaltung, dass ihr Spaß habt zuzugucken und das ist ja das Wichtigste. Und wie gesagt, wenn ich dann noch Leute zum Lachen bringe, ist es natürlich umso größer. Und ja, wir werden Frank auch nochmal hier hinholen. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge machen werden oder halt ja, in einer anderen Folge. Werden wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die ganzen Sauerstoff-Dingsbums-Dingern da, apropos Sauerstoff, ich habe gar nichts aufgetankt, fällt mir gerade auf, die wir da hinten haben, da am Anfang werde ich auf jeden Fall mal wegmachen und dann werden wir, glaube ich, umziehen. So, Sauerstoff nicht unbegrenzt, deswegen würde ich jetzt mal ein Fläschchen nehmen. Ich hoffe, ich treffe das. Also, ich hoffe. Kann ich aufbrechen? Hab ich. Und jetzt? Startet das Shuttle in dem Kern. Ach, da drin. Okay. Wo ist unser... Da. Ich habe schon gehört, das ist explodiert oder so. Das heißt, wir müssen jetzt wieder rein. In die Mayo hinein! Muss mal gucken. Das war hier irgendwo der Eingang, ne? Mysteriös. Er flog durch die Mayo. Ayman Abdallah ermittelt schon. War das nicht hier? Ich dachte, hier wären... Oder war das hier nebenan? Ich hänge in der Mayo. Hilfe! Oder war hier die Schleuse? Das ist so schwierig zu erkennen. Nein, verdammt. Wo waren die Schleuse gewesen? Hä, bin ich jetzt blöd? Sag mir, dass ich blöd bin. Ich muss noch mal raus. Ich muss noch mal mich ein bisschen orientieren. Hallo, geht's hier auch jemand raus? Ah, hier. Okay. So, lass mal gucken. Oder war das hier irgendwo der Eingang? Nee, oder? Nee. Das war da. Das muss irgendwo hier sein, die Schleuse. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Eingang war. Oder war der oben? Äh.
War der Schleusenangang oben oder war der unten? Nee, der war unten, ne? Das ist gar nicht so einfach hier zu manövrieren, weil wir zwischendurch auch... Zwischendurch? Was ist denn heute los? Zwischendurch auch, festhängen? Ich bin verwirrt. Da soll ich mal Licht anmachen, dann sehe ich ein bisschen mehr. Dafür ist die Taschenlampe gut. Ah, guck an. Ja, 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 hätte ich das mal vorher gemacht. Dann würde ich auch mehr sehen in der Mayo-Suppe. Da ist die Schleuse. Puh. Gott sei Dank. Ist gar nicht einfach. So. Schwupps. Da wären wir schon. Und Sauerstoff. Wofür die Leiter eigentlich hin? Naja, gut. So. Dann starten wir mal das Shuttle in den Kern. Das sieht auch so falsch aus. Aber guck mal hier. Ah, ah, kann ich mal mitmachen. Ah. So. Uns fehlt Gesundheit, ne? Wir haben kein Medipack. Mist. Warum haben wir denn so wenig Gesundheit? Was hat der Flexi denn in der letzten Folge gemacht? Ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Hui! Wieder am Düsen ist da noch. Man nannte ihn auch Daniel Düsentrieb. Alter, Alter! Hui! 3, 2, 1, was? Fehler? Kritischer Fehler? Verschwinde von hier, okay! Ich komm nicht weg! Wir müssen einen anderen Weg finden, aber wohin? Oh fuck! Wo lang? Wo ist der scheiß Ausgang? Oh fuck! Oh fuck! Wo geht's hier raus? Muss ich da durch? Ja. Warte, 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 warte. Durch die Röhren. Welche Röhren? Gibt's hier irgendwo einen Ausgang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme gerade vor wie bei Half-Life. Wo muss ich hin? Was hat er gesagt? Ach Mist. Warte mal, was hat er gerade gesagt gehabt? Kann ich das nochmal nachgucken? Ja, gehen Sie hoch durch die Röhren. Wenn der Kern beschädigt wurde und die Maya aus dem zentralen Kühlkreislauf in den Weltraum geschleudert wurde, dann können wir den gleichen Weg zur Evakuierung nutzen. Die Röhren, welche Röhren meint er denn? Oh Gott, ich werde sterben. Ach da, was? Dadurch? Das werde ich nie im Leben schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Your incredible dexterity, together with incredible luck and incredibly linear strength, works wonders. 2 von 6 Strahlung gesehen. If nothing explodes there in the next couple of minutes, then the task can be considered completed. Ja. Puh, war das spannend. Holy. Ja, das eine Triebwerk ist noch da. I can't say for sure, but apparently it was a backup power cell of the newest nuclear warp installation in the core of the liner. What we have seen is one of the most protected government secrets, and the presence of a green universe radical there confirms their involvement in the catastrophe. Okay, ich würde sagen, das haben wir doch grandios gelöst, deswegen düse ich mal eben schnell Sauerstoff holen. Wo gehen wir denn Sauerstoff holen? Das bin ich gerade überlegen. Als nächstes müssen wir... Oh, warte mal, da ist ja eh eine Sauerstoffstation. Da können wir auch hier eben Sauerstoff holen. Unsere Gesundheit sinkt. Wir haben wieder ein bisschen was verloren. Würde mich gleich erstmal heilen ein bisschen. So, warte.
Schwupps. So, erstmal Sauerstoff. Her damit. Her mit dem geilen Sauerstoff, Alter. So. So. Okay. Dann düsen wir mal zur Station. Und schauen wir mal, was wir als nächstes machen, was wir brauchen. Dort drüben würde ich einmal, glaube ich, den Schraubenschlüssel und den Hammer dort entfernen gleich. Ich glaube, im Scanner. Aber wir haben keinen... Doch, wir haben noch einen Scanner. Warte mal, ich packe mir den mal eben auf die 3. So. Ja. Ich glaube, die ganzen Sachen oben. Repariere die Waffe, gelange das Modul, Militärmodul und starte Shuttlekern. Sind ja 3 Aufgaben. Dann hätten wir 5 von 6. Und dann haben wir noch diese kryptische Nachricht. Diese russische kryptische Nachricht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist vom Spiel. Müssen wir mal gucken, was wir bei den anderen Bereichen machen müssen, um die Strahlung zu senken. Das heißt, das hängt alles also quasi zusammen. Das hat er ja, glaube ich, mal gesagt gehabt. Ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Dass wir halt, weil er ja die Strahlung für uns gesenkt hat, damit wir hier hinkommen, in diesem Bereich. Weil wir ja vorher da oben waren. Und jetzt hat er ja, glaube ich, gesagt gehabt, wenn ich mich recht entsinne, dass wir das diesmal machen müssen, damit wir weiterkommen. Damit wir quasi da zu dem, ja, Star Trek... Ja, in Gedenkenlogo hin können. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall räumen wir hier schon ganz gut auf, kann man sagen. Ich hätte gern den unendlichen Schaber. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ja. Aber erstmal gucken wir mal wegen Heilung. Ach, ich bin jetzt nicht zur falschen Station, ne? Wir hätten zur Hauptstation fliegen müssen. Ich glaube, da haben wir noch ein Medikit gehabt, ne? Aber erstmal Sauerstoff tanken. Stimmt, hier war ja nur die Zwischenstation. Aber wir können mal eben was trinken, wenn wir gerade hier sind. Hier liegen noch 2 Flaschen rum. Ich gönne mir mal. So, hier ist noch ein bisschen Metall. Was haben wir hier? Aufbrechen, komm, machen wir mal. Batterie ohne Glühbirne. Ja, damit können wir wieder ein Dings herstellen. Damit können wir quasi wieder ein Scanner herstellen. Da brauchen wir nur noch einmal Metall. Haben wir Metall hier um die Ecke fliegen? Warte mal. Geh mal eben schnell gucken. Metall? Metall? Hallo? Ich rede jetzt mit meiner Kopfstimme und gucke, ob ich irgendwo Metall finde. So, das sieht nicht so danach aus. Naja, irgendwo wird sich bestimmt Metall finden, aber nicht hier. Okay. Gut. Dann, ja. Schauen wir mal. Also, was wollten wir gebaut haben? Beziehungsweise, was wollten wir jetzt? Wir wollten... Ich habe schon wieder vergessen, was wir wollten. Ich vergesse das immer. Ich bin alt. Entschuldigung. Station ist, glaube ich, jetzt erstmal unwichtig. Irgendein aufgelegter Mist von den Entwicklern. Das war auch so gut. ja, was wollten wir denn jetzt? Werkzeuge. Den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Haltbarkeit 999. Sauerstoffgenerator. Da müssen wir noch ein bisschen craften. 2 von 4 haben wir da rausgefunden für ein Steuerrad. Ich schätze, das ist für ein weiteres Fahrzeug. Ah, erste Hilfe. Alkohol und Stoff. Ja, guck mal an. 2x Eis und 1x Alkali. Oder wir finden... Oh, warum habe ich, Idiot, keinen Alkohol mitgenommen? Ja, ich weiß, lieber Kommentarschreiber. Ich sollte auf einige Kommentare hören. Die haben ja auch gesagt, dass Alkohol eine wichtige Ressource ist. Und, ja, Decke. Stationsbildschirm. Dekoration. Holy Jesus. Ich mach mal die Sterne mal gerne weg hier. So, Nachrichten machen wir auch mal weg von Babe. Okay. Wir müssen sowieso zur Hauptstation. Das heißt, ich würde einmal zurückreisen. Und weil wir ja auch Gesundheit brauchen. Dort haben wir ja, glaube ich, ein paar Medipacks. So. Also, los geht's. Warte mal, wo war denn da, ne? Lass mal eben hier das Ding wegmachen. Und dann gucken wir mal. So. Okay. Hier müssen wir bestimmt was scannen, ne? Ja, der Tisch. Ist es der Tisch?
Es ist der Tisch. Natürlich, ein runder Tisch als Blaupause. Und wir düsen weiter. Dann ist hier schon mal das Zeichen weg. Dann haben wir wieder ein bisschen weniger. Ja, so langsam lichtet sich das hier, ne? Tatsächlich, wie viele Anzeigen wir hier hatten. Da können wir natürlich auch hin. Und da müssen wir auch noch alles rausfinden. Also da würde ich jetzt als nächstes hinreisen, wenn wir in der Station waren bei uns. Da kommen wir, glaube ich... Obwohl, der Alkohol war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war, er stand in den Kommentaren, der Alkohol ist auch gut gegen Kälte. Vielleicht sollte ich da mal hin. Als nächstes. Aber erstmal fliegen wir zur Station wegen... Na, du weißt schon, Gesundheit und so. Na? Gut. Okay, Treibstoff haben wir noch genug, Haltbarkeit auch. Ja, ja, Gefrier, ich weiß. Gefriergefahr. Ja, so langsam lichtet sich das Ganze hier. Bin gespannt, wann wir auch den Hitzeschild bekommen. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich... Also, es ist ein richtig geiles Game. Also, ich hätte nicht gedacht, wie weit sich das noch entpuppt. Am Anfang habe ich so gedacht, wie ich das erste Mal auch im Stream gespielt habe, ich so gedacht, ob das so auf Dauer so interessant ist. Aber doch, tatsächlich, das ganze Erkunden hier, so mit den Raumstationen auch, das macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt mit dem Fahrzeug halt, dass man halt viel schneller vorankommt. Man ist ja bei jedem guten Survival-Game auch so, dass es halt nicht von jetzt auf gleich alles hast. Ist ja im Leben ja auch nicht so, ne? Du hast ja nicht von jetzt auf gleich, keine Ahnung, Auto, Haus, Boot, Pferd. Okay, vielleicht bei einigen. Bei einigen, wo das Leben, ja, Lotto spielt oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja. Ist es bei, im Otto-Normalo-Leben natürlich nicht so. So. Hallo. Medipack. Nehmen wir direkt mal. Komm, nehmen wir das andere auch direkt. So, sind wir wieder 100. Okay, ich könnte noch einen Scanner bauen mit der Lampe. Oder mit der Glühbirne. Würde ich auch direkt mal machen. Dann haben wir noch einen. Scanner ist, glaube ich, so wichtig. Eigentlich relativ wichtig, habe ich so rausgefunden. Oder merke ich so. Gut, was wollten wir? Wir wollten... Was wollten wir denn? Ja... Wir wollten die anderen Sachen rausfinden, ne? Wir haben noch zwei Kerzen. Genau, ich will mal das Metall hinschmeißen. Und das Kabel und die veredelten Klamotten. So, hier haben wir noch Rindfleisch drin. Ah, wir haben ja noch zwei. Guck mal, ich nehme da immer drei in Reserve. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir Stoffrolle. Alkohol wäre wichtig, ne? Alkohol wäre echt noch interessant. Da haben wir auch noch ein Medipack, sehe ich gerade. Magnet, Eis, ja. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, düsen wir mal... Obwohl... Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wir düsen zurück. Wir düsen zurück. Wir gucken, was für Ressourcen wir da hinten noch haben. Vielleicht finden wir da auch... Ich weiß, wo da noch Alkohol ist, da hinten in der alten Area. In the old area. So. Das sieht doch ganz gut aus. Waren wir eigentlich da oben schon gewesen? Ich glaube nicht, oder? Oder da? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Da können wir eigentlich auch mal hindüsen. So, jetzt würde ich mir hier erstmal den Sauerstoff schnappen. Ich meine, da waren wir noch. Huch. Hallo. Kommt da einfach ins Bild geflogen. Ja. Okay, ein bisschen ist noch drin. Bleibt das mit dem Gefrieren hier an der Stelle? Bestimmt, ne? Ist hier irgendwas Interessantes? Ich frage für einen Freund.
Hier gibt's Metall. Hallo, Metall. Ja, groß. Und jede Menge Ressourcen. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es Signal Iduna gibt. Gott, ich bin so 90er geschädigt. Wegen den ganzen... Die ganzen, Werbungen und so von früher. Ja, ja, Gefriergefahr. Mach dir mal nicht ins Hemd. So. Gut. Dann düsen wir aber dahin. Hui. Aber es gibt ja anscheinend ja mehrere Anzüge, ne? Was wir ja ganz am Anfang des Spiels rausgefunden haben. So. Und ich meine, wir finden da oben, glaube ich, Sauerstoff. Der ist auch fast leer, den können wir direkt abbauen dann. Da ist nicht mehr viel drin, ne? Nee. So, pass auf. Ich steig mal ab von meinem Moped, von meinem hohen Ross. Hast du was? Nö, okay. Gut. Attacke. Hui! Und ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsbett. So. Gut, ich meine, ich hatte hier, da sehe ich doch schon Alohol. Alohol, Alohol. Gut, ist hier noch mehr Alohol? Da ist nur eine Dose. Okay. Ich sitze nochmal auf. Und dann düsen wir mal zu unserer alten Station. Ach, ist das schön, mal wieder hier zu sein. Gott, ist das lange her. Gott, oh Gott, oh Gott, ist echt schon lange her, wo wir hier waren, ne? Hey, Frank. Hallo. Huch. Oh, Frank, hast du romantische Musik angemacht? Hm? Ich muss mal eben Pipi machen. Ah! So. Oh, Erste-Hilfe-Kassen. Achso, kann ich ja nicht mitnehmen. Gut. Na, Frank, was hast du Schönes getrieben? Sauerstoffballon. Ist hier was, was wir brauchen? Eigentlich nicht, ne? Das waren, glaube ich, nur Utensilien, die wir gesammelt haben. Ora-Blaupause. Ich weiß auch immer noch nicht, warum wir die immer noch hier liegen haben. Gibt's Nahrung? Hä? Salzige Packung. Ich esse mal eben was. Da liegt der Hamster. Hi, Frank. Na? Wie geht's dir? Ach, wir haben es schon eigentlich aufgeräumt. Gelbes Wasser. Ja, ich nehm's mal mit. Was warm haben wir? Ba-ba-bau. Ba-ba-bau. Schade, ich habe gedacht, wir hätten noch ein bisschen Alkohol hier rumfliegen. Hat Frank wahrscheinlich alles leer gemacht. Frank, dann komm mal mit. So. Frankie! Obwohl, wisst ihr was? Frank, was soll das? Frank, was soll das werden? Sag mal, setz dich doch mal richtig hin, Mann. Frank, immer Ärger, Mann. Frank, bitte. Frank, bitte. Frank, die Zuschauer. Frank, lass das. Jetzt. Hallo, Frank. Wolltest du die Zuschauer grüßen? Huch. So, setz dich mal eben dahin. So, genau. So, Frank und ich. Macht's. Hi. Frank und ich machen sich das gemütlich in der Folge und ich würde sagen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Brief Edge. Und da würde ich mich freuen. Also, ja, macht's gut. Tschüss.